Herr Vizepräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Bayerische Polizeiaufgabengesetz gilt zumindest in Sicherheitskreisen als vorbildhaft für ganz Deutschland. Aber was wurde nicht vor allem von politisch linker Seite ohne Fachkenntnisse massiv dagegen mobil gemacht? Der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit lag in der Luft. Und tatsächlich stellte das Bundesverfassungsgericht die automatische Kennzeichenerfassung als Mittel zur Verhinderung der illegalen Einreise als rechtswidrig heraus. Und dabei machte das Gericht auch noch mal deutlich, dass die sogenannte Bayerische Grenzpolizei eben keinerlei grenzpolizeilichen Befugnisse im klassischen Sinne hat. Das entsprach genau der Kritik, die seinerzeit auch die AfD vorgebracht hat. Ohne Not wurde dann die PAG-Kommission eingesetzt und die Staatsregierung legt heute einen Änderungsentwurf vor, der jetzt endberaten wird. Wie stellt sich das Ergebnis dar? Freilich gibt es Änderungsvorschläge und Anträge, die auch ausdrücklich unsere Zustimmung finden. So etwa, dass nun jeder, der von einer nicht nur kurzfristigen richterlichen Gewahrsamsanordnung betroffen ist, von Amts wegen Zugang zu einem Rechtsanwalt erhält. Das ist gute rechtsstaatliche Tradition und es ist zu begrüßen, dass sie analog zur Strafprozessordnung auch Eingang ins PAG findet. Oder die Beibehaltung und definitorische Schärfung des Begriffs der drohenden Gefahr. Da liegt der Kollege Dr. Runge falsch, dass es unbestimmt wäre. Mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichtes bestätigen unmissverständlich die Notwendigkeit einer begrifflichen Abgrenzung zur konkreten Gefahr. Linksaktivisten aller Art sowie deren grüner parlamentarischer Arm fordern ja dagegen lautstark die ersatzlose Streichung dieses Begriffes. Aber wenigstens in diesem Punkt ist man nicht vollständig von den Forderungen der polizeischeuen Linksfront eingeknickt. Gerade aktuell am Wochenende waren in München wieder die No-PAG-Krakele auf der Straße. Und deren Unterstützer lesen sich wie das Hu ist Hu des bayerischen Linksextremismus. Die Deutsche Kommunistische Partei, die Interventionistische Linke, die Rote Hilfe e.V., die Antifa und wie sie alle heißen und natürlich die Grünen mischen dort schamlos kräftig mit. Diese offene Kollaboration der Grünen mit Linksextremisten ist nicht mehr nur eine drohende, sondern eine sehr konkrete Gefahr für unsere Demokratie. Und ich hoffe doch sehr, dass wir demokratischen Fraktionen hier im Hause uns einig sind in der Ablehnung dieser unverfrorenen zur Schaustellung antidemokratischer Gesinnung. Doch zurück zum Gesetzentwurf und damit zur notwendigen Kritik und ich konzentriere mich dabei auf drei wesentliche Punkte. Erstens der Verzicht auf die Nutzung biogeografischer Analysen. Der Polizei wird durch die Streichung hier ein effektives und modernes Rechercheinstrument aus der Hand geschlagen. Das ist eine klare politische und keinesfalls eine verfassungsrechtlich notwendige Entscheidung. Zweitens die Streichung der erheblichen Eigentumspositionen als Schutzgut. Diese Änderung können wir ebenfalls so nicht mittragen. Ich erinnere nur an den besonders bei osteuropäischen Banden beliebten sogenannten Enkeltrick. Arglose Rentner werden hier manchmal um ihr gesamtes Erspartes gebracht, zum Teil im sechsstelligen Bereich. Und unsere Senioren hier schutzlos solchen Gefahren auszusetzen, das darf einfach nicht sein. Und drittens, das ist unser wichtigster Punkt, die Einengung der Höchstdauer des polizeilichen Präventivgewahrsams. Bisher betrug die zulässige Höchstdauer einer Gewahrsamsanordnung 3 Monate. Sie konnte im Zweifelsfalle jeweils nochmals um maximal 3 Monate verlängert werden. Nun wird diese Frist auf 1 Monat mit der Möglichkeit der Verlängerung auf maximal 2 Monate eingedampft. Das mag jetzt bei Ordnungswidrigkeiten und auch niederschwelligen Straftaten durchaus noch angehen, da lassen wir mit uns reden. Aber bei schwersten Straftaten, bei terroristischen Gefährdungslagen ist das einfach untragbar. Und was mich bei der ganzen Sache am meisten irritiert, wir alle wissen, dass psychisch auffällige Personen, bei welchen der begründete Verdacht der Selbst- oder Fremdgefährdung besteht, vorbeugend in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingewiesen werden können, auf unbestimmte Zeit im Übrigen. Und mir ist nicht bekannt, dass diese Praxis bisher auf größeren Widerstand gestoßen wäre. Im Gegenteil, jedermann hält diese Handhabung für einsichtig und für vernünftig. Oder nehmen Sie das Beispiel der Sicherungsverwahrung, also die Möglichkeit, verurteilten Straftätern auch nach Abbüßung ihrer Haftstrafe aufgrund ihrer Allgemeingefährlichkeit weiterhin die Freiheit zu entziehen. Auch hier weitgehender Konsens über die Notwendigkeit dieser Maßregelung. Und solch eine abgewogene, präventiv freiheitsentziehende Interventionsmöglichkeit soll plötzlich im Falle eines islamistischen Terroristen nicht mehr möglich sein? Da stehen plötzlich die Persönlichkeitsrechte eines potenziellen Massenschlechters seiner 3-monatigen Gewahrsamnahme entgegen.
Und das, obwohl Sicherheitsbehörden die Anschlagsgefahr von islamistischer Seite nach wie vor als sehr hoch einstufen. Das müssen Sie dem normalen Bürger erstmal auf der Straße erklären, der vielleicht das Opfer eines religiösen Fanatikers wird. Das versteht doch kein Mensch. Wir haben deshalb in einem Antrag die Beibehaltung der bisherigen Regelung explizit für Fälle terroristischer Gefährder gefordert. So wollen wir die entstehende Schutzlücke schließen. Noch dazu, als sich ja die Regierende nach wie vor weigern, potenzielle Täter an ihrer illegalen Einreise zu hindern oder, sofern sie sich bereits in Deutschland befinden, konsequent abzuschieben. Im Bundestag hat übrigens mein geschätzter Kollege Martin Hess, der so wie ich aus der polizeilichen Praxis kommt, einen ähnlichen Antrag unserer Bundestagsfraktion vorgestellt. Und auch er verweist als Lösung auf Bundesebene explizit auf die bisherige Fassung im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz. Und ich sage Ihnen klipp und klar, liebe Kollegen von der CSU, es ist eine Schande und ein Schlag gegen das Sicherheitsbedürfnis der bayerischen Bürger, dass auch Sie unseren Antrag abgelehnt haben. Wenn es darum geht, Freiheitsrechte der Bürger wegen einer angeblichen Pandemie oder zukünftig vielleicht um des lieben Klimawillens einzuschränken, dann sind Sie ganz vorne mit dabei. Aber wenn es gilt, unsere Landsleute, kulturfremden Fanatiker nicht im wahrsten Sinne des Wortes ans Messer zu liefern, da verweigern Sie den Bürgern den notwendigen Schutz. Wenn das die Handschrift der CSU ist, kann man die innere Sicherheit auch den Grünen überlassen. Nein, so wie Sie das PAG aufgeweicht haben, können wir dem Änderungsentwurf nicht zustimmen und wir lehnen das Gesamtpaket ab. Danke.